Wir befinden uns hier jetzt gerade in unserem Stall für unsere Weidehähnchen. Wir haben immer eine schöne dicke Strohschicht drin. Herzlich willkommen auf dem Bauernhof Wundendiek. Wir befinden uns hier im schönen Bad Lahr und wir zeigen euch mal heute, was wir hier alles machen, wie wir unsere Tiere halten und wie wir hier wirtschaften. Wir befinden uns hier jetzt gerade in unserem Stall für unsere Weidehähnchen. Wir haben immer eine schöne dicke Strohschicht drin und hier ist ein schöner Wohlfühlort für unsere Hähnchen. Die haben immer die Möglichkeit, auch nach draußen zu gehen, sobald die 4 Wochen alt sind. Und genau, haben hier eigentlich alle Möglichkeiten, sich in jeglicher Form auszuleben, wie sie es gerne möchten. Wir haben eine besondere Rasse, die nennt sich Ranger. Und zeichnet sich dadurch aus, dass wir einfach ein bisschen mehr Keulenfleisch oder Schenkelfleisch haben und einen kleinen Tacken weniger Brustfleisch, dass die Tiere einfach noch ein bisschen aktiver sind und auch den Auslauf annehmen, auch nach draußen gehen. Ein besonderes Futter, das ist auf Maisbasis. Wir haben nachher eine etwas gelblichere Brust. Der Grund ist, dass die Brust einfach ein bisschen saftiger ist. Das ist der Vorteil. Und der dritte große Unterschied ist einfach diese Freilandhaltung mit diesem mobilen Stall. Wir versetzen danach weiter, haben einfach immer einen frischen Grund für die Tiere, einen frischen Boden. Ja, wir befinden uns hier in einem unserer mobilen Legehennenställe und ihr seht hier, wie wir hier die Tiere halten. Wir haben hier die Legenester, wo die Hühner jeden Tag ihre Eier reinlegen können. Hier haben wir die Strangtränken. Dann haben wir eine Futterbahn, die sich durch den gesamten Stall durchzieht und auch Sitzstangen, auf denen die Tiere dann vor allem nachts oder in den Abendstunden an ihre Ruhephase aufsuchen oder ihre Ruhephase ausüben. Jedes Huhn hat hier täglich die Möglichkeit, ab 10 Uhr nach draußen zu gehen auf die grüne Wiese. Wir versuchen, dass die ganze Zeit auch bewachsen ist, dass wir hier auch ganzjährig auch Gras für die Tiere haben, dass sie quasi hier auch scharren und picken können und einfach das ausleben können, ihr Verhalten ausleben können. Hier sortieren wir täglich unsere Eier in Schachteln oder auf 30er-Lagen, um die jederzeit frisch zu unseren Kunden liefern zu können. Hier werden täglich ca. 5000 Eier sortiert und werden die Eier hier quasi in verschiedene Gewichtsklassen eingruppiert und dann auch in die Schachteln gepackt.